Willkommen auf dem Kanal VfL Wolfsburg Fans. Hier sind Sie, Wolfsburg Fan, genau richtig. Hier haben Sie Zugang zu exklusiven Inhalten. Melden Sie sich jetzt an und verpassen Sie keine Details zur VfL Wolfsburg Reise. Der Meisterschaftskampf wird auch in der neuen Saison nur zwischen München und Wolfsburg entschieden. Der VfL hat 3 Schlüsselspielerinnen abgegeben und weiß um seine Außenseiterrolle, will aber parat stehen, wenn der FC Bayern patzt. Das Nordduell kommt ganz zum Schluss. Erst am Montagabend, 18 Uhr, bestreiten der VfL Wolfsburg und Werder Bremen die letzte Partie des ersten Bundesligaspieltages. Der VfL erwartet rund 3000 Zuschauer im Auka-Stadion. Werder Bremen hat eine spannende Mannschaft und wird auch in der neuen Saison wieder überraschen, prophezeit Wolfsburgs Trainer Tommy Stroth. Aber das wollen wir am Montag verhindern und dominant auftreten. Bis auf einige Langzeitausfälle steht Stroth der gesamte Kader zur Verfügung. Dennoch werden nicht alle 8 Olympiateilnehmerinnen des VfL am Montag von Beginn an und über 90 Minuten zum Einsatz kommen. Grundsätzlich sind alle spielfähig. Aber es gibt kleinere Baustellen. Wir gucken ganz bewusst hin, erzählt der Fußballlehrer auch im Hinblick auf die englischen Wochen, die im September mit der Qualifikation für die Champions League bevorstehen. Wolfsburg kein Meisterschaftsfavorit. Dessen sind sie sich beim VfL bewusst. Wir wollen da sein, wenn die Bayern nicht da sind, betont Stroth. Ein anderes Team als Wolfsburg wird nicht in den Meisterschaftskampf eingreifen können. Die Spielerinnen wollen Titel holen, kündigt Stroth an. Klar, dass man beim VfL da auch den DFB-Pokal guckt, den seit 10 Jahren keine andere Mannschaft mehr gewinnen konnte. Wir wissen, was möglich ist. Unsere Gruppe ist extrem spannend, erklärt der VfL-Coach, der mit den beiden Nationalspielerinnen Saré Linder von der TSG Hoffenheim und Janina Minge vom SC Freiburg 2 prominente Neuzugänge im Kader hat. Step by step will Stroth nun seine Mannschaft weiterentwickeln. Bis zum nächsten Mal unterstützen wir gemeinsam den VfL Wolfsburg.